lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, an diesem ja etwas leicht verregneten Sonntagmorgen. Der Sommer macht zwar zurzeit ein wenig Pause, aber dadurch lasst uns dennoch heute einen Sommergottesdienst miteinander feiern und Gottes Licht, seine Schöpfung preisen. Gottes Licht ist ja immer da. Wir freuen uns, wenn nach der Nacht das Licht wiederkommt, auch wenn das Licht hinter Wolken verborgen ist. Die Sonne scheint, sie tut es auch, wenn Regenwolken da sind. Aber eigentlich ist es doch ein Wunder, dass uns das Licht immer wieder neu geschenkt wird. Und da meine ich nicht nur das reale Tageslicht, sondern auch das geistliche Licht des Glaubens. Die Aufforderung des Apostels aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, soll uns in diese neue Woche begleiten. Lebt als Kinder des Lichts. Und wir wollen über das Licht, über den Schöpfer und was er uns schenkt, in diesem Gottesdienst nachdenken. Auch wenn ja die Sommerzeit schon fast rum ist, die Ferien auch schon fast rum sind. Ja, und was das mit der Muschel nun zu tun hat, die Sie am Eingang hoffentlich alle bekommen haben, das verrate ich jetzt noch nicht. Ich möchte Ihnen dafür aber kurz noch einiges mitteilen. Herzliche Einladung nach dem Gottesdienst zum Kirchcafé, das wieder geöffnet sein wird, zu Austausch und Begegnung. Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Es ist ein Gottesdienst mit Taufen um 10 Uhr hier in der Kirche. Und dann auch zur Bibelstunde Freitag 20 Uhr im Vereinshaus Oberschelden und zur Gebetszeit sonntags 19.30 Uhr auch im Vereinshaus Oberschelden. Und dann möchte ich hinweisen auf die ausliegenden Betelsäcke, die die Betelsammlung am 2. September schon vorbereiten. Bitte schauen Sie auch nach den Informationen im neuen Gemeindebrief, was da in die Säcke gesteckt werden darf bei der Sammlung. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für die Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler erbrachte 128,88 €. Im Klingelbeutel waren 92,35 €. Heute ist die Kollekte am Ausgang bestimmt für die Arbeit mit suchtkranken Menschen. Eine Suchterkrankung betrifft nicht nur den Einzelnen, sondern sie betrifft die ganze Familie, besonders die Kinder. Die Diakonie bietet deshalb gezielte Hilfe in Beratungsstellen, Fachkliniken, Krankenhäusern an. Besonders die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Sucht-Selbsthilfegruppen leiten einen unverzichtbaren Dienst. Vielen Dank für alle Ihre Gaben. Ja, lasst uns vom Licht nun singen. Morgenlicht leuchtet, 455 im Gesangbuch und hier auf der Leinwand.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe erwarten wir vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält alle Zeit und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, denn es geht ums Licht, habe ich gesagt, in diesem Gottesdienst, und in Psalm 104 ist davon die Rede. Hören und sehen wir jetzt eine Videoeinspielung zu Psalm 104. Martin Pepper singt: Licht ist dein Kleid. Prächtig geschmückt, Herrlichkeit öffnet sich meinem Blick. Am Himmel ein Muster aus Weiß und Blau, dann wieder Rot oder Grau. Wind ist dein Bote, Feuer dein Werk, Wasser im Tal, Schnee am Berg. Ehrfurcht gebietet auch das Meer, die Schöpfung erzählt von denn du bist groß, hast alles so schön und gut gemacht. Was sagen wir bloß zu so viel Herrlichkeit und Pracht? Die Welt ist verstört, schon lang nicht mehr rein und unberührt, doch bleibt sie ein Ort, an dem jeder Suchende dein Licht und die Liebe spürt. Die Erde bringt Fülle von Gras hervor, Früchte als Nahrung für Mensch und Tier, Brot für die Stärke, Wein für Genuss, Öl für den Leib, der gepflegt sein muss. Bäume und Berge, Sonne und Mond halten uns Leib und Seele gesund. Den Rhythmus des Lebens, Tag und Nacht, all das hast du für uns gemacht. Denn du bist groß, hast alles so schön und gut gemacht. Was sagen wir bloß zu so viel Herrlichkeit und Pracht? Die Welt ist verstört,
nicht mehr rein und unberührt, doch bleibt sie ein Ort, an dem jeder Suchende dein Licht und die Liebe spürt. Es warten auf dich alle Wesen der Welt, ohne dich sind wir angezählt. Ohne dich schwindet die Lebenskraft, ohne dein Licht bleibt nur die Nacht. Doch wehst du uns an, werden wir neu. Dein Wind weckt uns auf, die Nacht ist vorbei. Ich singe von deiner Herrlichkeit, staune, Licht ist dein Kleid. Denn du bist groß. Verstört, schon lang nicht mehr rein und unberührt, doch bleibt sie ein Ort, an dem jeder Suchende dein Licht, an dem jeder Suchende dein Licht, an dem jeder Suchende dein Licht und die Liebe spürt. Lasst uns beten. Ja, Gott, Licht ist dein Kleid. In deinem Licht wachsen Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir bitten dich, sende dein Licht in unsere Dunkelheit, dass unsere Härte der Güte weicht und die Lüge der Wahrheit, dass wir dem Leben gerecht werden als Kinder des Lichts, im Geist unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Vom Licht ist auch im ersten Kapitel des Johannesevangeliums die Rede, vom Licht des Lebens, das Jesus Christus ist. Und dieses Licht war schon da, als die Welt erschaffen wurde. Davon hören wir im Johannesevangelium im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit. Wir singen nun das nächste Lied. Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns nun miteinander singen: Himmel, Erde, Luft und Meer, 504 im Gesangbuch, und wir sammeln den Klingelbeutel ein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herr, segne Hören und Verstehen, mach uns in dieser Stunde ganz stille, gib Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ihr glaubt, der Jäger sei ein Sünder, weil selten er zur Kirche geht.
Im grünen Wald ein Blick zum Himmel ist besser als ein falsch Gebet. Vielleicht kennen Sie diesen Spruch ja auch und vielleicht auch Menschen, die zwar keine Jäger sind, aber nach dieser Devise leben. Mancher mag davon beeindruckt sein und sieht vor dem inneren Auge ein Jäger samt Flinte und Jagdhund einsam durch den Wald ziehen. Aber ich kann der Einstellung, die dahinter steht, nicht zustimmen, obwohl ich es gut nachvollziehen kann, dass Gott in freier Natur als sehr nahe erlebt werden kann, man dort mit ihm ins Gespräch kommen kann. Bisweilen höre ich auch Ähnliches bei Besuchen in der Gemeinde. Ach, wissen Sie, Frau Hinzmann, ich bin ja keine Kirchgängerin, aber wenn ich im Wald spazieren gehe, dann fühle ich mich meinem Herrgott doch viel näher. Oder ich erinnere mich an jene Frau, die meinte, mein Garten ist meine Kirche. Ich hatte sie auf ihren wunderschönen Garten angesprochen. Die Geburtstagsgäste saßen auf der Terrasse und bewunderten die schönen Rosen, die Tagetes, die Dahlien und andere blühende Pflanzen. Die Sonne schien, sämtliche Farben strahlten, Schmetterlinge flatterten von Pflanze zu Pflanze und die Bienen säumten die Luft. Der Blumenduft stieg uns in die Nase. Der Garten, eine wirkliche Augenweide. Mein Garten ist meine Kirche. Für mich war das erstmal ein, befremdender Satz. Sie haben auf den ersten Blick erstmal nichts miteinander zu tun. Gott und Natur, seine Schöpfung, schon eher. Viele Menschen finden in der Natur etwas von Gott. Die immer wieder aufblühende Natur, die vielen Früchte, die wir jetzt und in den kommenden Monaten dann ernten können, erinnern uns an eine Macht, die es auch ohne unser Zutun wachsen und gedeihen lässt. In der Natur erkennen wir etwas von Gottes Kraft, seiner Größe und seiner Herrlichkeit. Im Alltag, da ist uns das vielleicht nicht immer so bewusst. Ich weiß von mir, dass ich zur Wahrnehmung dieser Schönheit auch Freiräume brauche. Die Sommerzeit, sie bietet uns diese. Es sind noch ein paar Tage Schulferien und viele können die Urlaubszeit, schönes Wetter hin oder her, auch genießen. Sie sind unterwegs, auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad, in freier Natur, entlang der großen Flüsse, auf den Bergen oder an der See. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Sommer schon im Urlaub waren oder noch fahren. Doch egal, ob Erinnerungen an den Urlaub oder Vorfreude auf die schönsten Tage des Jahres, es stehen Ihnen vielleicht ganz konkrete Bilder von Urlaubserleben jetzt vor dem inneren Auge. Gott in der Natur finden, mir selbst gelingt das eben am ehesten im Urlaub mit genügendem Abstand vom Alltag. Von der Größe und der Unendlichkeit und Weite Gottes, das spüre ich etwas, zum Beispiel bei Spaziergängen am Meer. Besonders wenn es stürmt und das Wasser dann heftig aufgepeitscht ist, ist für mich Gottes Kraft zu erahnen. Das Wasser des Meeres, es sieht ja jeden Tag anders aus. Und durch die Dünen ist es ganz oft schon von Weitem zu hören. Der Psalmbeter des 104. Psalms hat dieses Schauspiel der Natur in Worte gefasst. In einem Gebet sagt er: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie
alle Weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin. Da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Sätze sind das, liebe Gemeinde, in die ich gut einstimmen kann, in dieses Gebet. Besonders, wenn ich mich am Strand bewege oder einfach nur dastehe und auf das Meer hinausschaue. Wer sich am Meer aufhält, lässt sich einfangen von der besonderen Atmosphäre, dem Wind, vom stetigen Kommen und Gehen der Wellen, mal plätschernd, mal aufbrausend. Ein besonderes Schmuckstück des Meeres nun sind die am Strand liegenden Muscheln. An der Nordseeküste zum Beispiel sind sie ja in unterschiedlichen Größen und Variationen zu finden. Im Urlaub letzten Sommer auf Jüst, meiner Lieblingsinsel, direkt dort habe ich lange Spaziergänge am Strand gemacht und viele Muscheln gesammelt. Jede und jeder hält hoffentlich jetzt so ein Exemplar davon in der Hand. Am Eingang wurden sie ausgeteilt. Nehmen Sie sich doch mal einen Moment Zeit für sie. Haben Sie diese Muschel schon richtig angesehen, befühlt? Was können Sie entdecken? Fühlt sie sich eher glatt an oder rau? Ist sie warm oder eher kühl? Riecht sie noch nach Meer, obwohl sie schon ein Jahr lang in der Kiste lag? Muscheln. Einst waren sie bergende Gehäuse für kleine Lebewesen, die ihr Zuhause im Meer haben. 8000 verschiedene Muschelarten gibt es in Meeres- und Salzwassergewässern. Muscheln, das sind ja eigentlich kleine Tierchen. Das, was sie in Händen halten, sind ja Kalkschalen, die die Muscheln umgeben haben. Schalen, die das Leben geschützt haben. Wer weiß, über welch lange Zeit. Was wir in Händen halten, das sind nur Bruchstücke, Fragmente, die an dieses Leben erinnern. Muschelschalen, keine gleich der anderen. Keine ist genau wie die andere. Jede dieser Muscheln hat ihr eigenes Aussehen und Profil. Ich denke, ein bisschen sind die Muscheln so wie wir selbst. Wir sind auch alle sehr verschieden. Wie Muscheln vom Wasser an den Strand gespült wurden, so kommen wir aus unterschiedlichen Orten und Häusern, haben ja zum Teil schon einen langen Lebensweg hinter uns. Und auf diesem Weg haben wir, ich darf es mal so sagen, vielleicht auch die ein oder andere Macke abbekommen. Und die geht nicht mehr weg. Ob wir nun 40, 60 oder 80 Jahre alt sind oder erst 13 zählen, unser bis heute gelebtes Leben hat uns gezeichnet, wie das Wasser die Muschel gezeichnet hat. Wir sind nicht ganz ebenmäßig. Außen auch oft rau, mit Rillen, auch mit scharfen Kanten, weil wir innen einen weichen Kern verbergen und schützen wollen. Manches hat uns vielleicht verletzt, hart gemacht. An einigen Stellen sind wir wie versteinert durch manche Enttäuschung oder schmerzhafte Erinnerung. Jede und jeder hat seine schweren Versteinerungserlebnisse.
An der einen oder anderen Stelle, da fehlt ein Stück der Muschel, ist eine Lücke entstanden, die sich nicht mehr geschlossen hat. Auch das kennen manche von uns. Sie mussten sich von jemandem trennen, der immer noch fehlt. Auf der Innenseite der Muschel gibt es eine geschützte Vertiefung, das Herzstück der Muschel. Dort ist Platz für all das, was wichtig ist, was uns im Leben gut getan hat, uns immer noch gut tut. Schöne Erinnerungen, Freundlichkeit, die wir erfahren, Liebe, die wir erleben durften. Das alles hat seinen besonderen Platz. Wir hüten es wie eine Perle. Und davon zehren und leben wir letztendlich. Einige Muscheln, die verteilt worden sind, sie haben diese Perle in sich künstlich angebracht. Aber Zeichen dafür, dass dieses Erleben etwas Besonderes ist, nichts Alltägliches. Eine solche kostbare Perle entsteht eigentlich aus einem Unglück heraus. Ein scharfes Sandkorn gerät in die Weichteile der Muschel und das könnte tödlich ausgehen. Darum bildet aus Notwehr gegen den schmerzhaften Eindringling die Muschel eine Perlmuttschicht, die nach einiger Zeit aus dem Sandkorn eine Perle werden lässt. Damit will ich sagen, nicht nur das, was angenehm und schön ist, auch das, was lästig und schmerzend ist, kann bisweilen zur kostbaren Perle werden. Nicht immer ist das so, aber manchmal schon. Vielleicht haben Sie das ja auch schon erfahren. Aus Leid kann manchmal Heil werden. Gerade in schweren Stunden, in dunklen Lebenstälern ist die Nähe Gottes besonders zu spüren. Und wir sind angewiesen auf Achtung und auf Beachtung, die uns Menschen entgegenbringen, nicht nur in solch schweren Zeiten, sondern immer. Denn wir möchten immer, dass man uns nicht übersieht. Wir sind angewiesen auf Freundlichkeit, auf Zuneigung und Freundschaft. Wir sind angewiesen auf Mitmenschen. Das ist uns wie eine kostbare Perle. So wie das, was wir in Händen halten, ja im Grunde genommen ja auch keine ganze Muschel ist, ist ja Leben und Erleben oft nur eine Muschelhälfte. Und diese Muschelhälfte lehrt uns noch etwas anderes. Wie eine offene Hand deutete sie darauf hin, wie bedürftig wir sind. Der Psalmbeter des 104. Psalms hat das auch so gesehen, wenn er formuliert: Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Er hat darauf vertraut, dass Gott nicht nur der Schöpfer ist, der seine Schöpfung und Geschöpfe sich selbst überlässt, sondern sie immer wieder versorgt und letztendlich auch aneinander verweist. Wir stehen vor ihm immer da, wie Menschen mit offenen und mit leeren Händen. Und nicht zuletzt treffen wir uns am Sonntag hier in der Kirche, um uns daran zu erinnern, wie Gott uns immer wieder neu die Hände füllt, wie er uns nahe ist, wie er uns staunen lässt. Wir können ihm danken für das, was wir bekommen haben und ihn um das bitten, was wir selber, unseren Nächsten, in der Fern- und Nähe dringend benötigen. Ich denke dabei
ja besonders an die vielen Menschen in den Ländern des Südens dieser Welt, deren Leben seit so vielen Jahren von Hunger bedroht ist. Ja, sie brauchen unsere Unterstützung in Euro und Cent und auch im Gebet. Ich denke an die vielen jungen Menschen bei uns, die zwar ja mehr als genug zur Verfügung haben, was man zum Leben braucht, die aber an so vielen Stellen unglücklich sind, weil sie keine echten Freunde finden, weil sie keinen rechten Platz haben in der Schule, vielleicht auch in der Familie, weil sie vor lauter Medienkonsum die reale Welt draußen ja verpassen. In jedem Gottesdienst sollen wir uns selbst erinnern, dass wir Geschöpfe Gottes sind, jeder und jede zu seinem Lob geschaffen, jeder und jede einzigartig und wunderbar. So können wir einander dann auch achten in unserer Unterschiedlichkeit, uns wahrnehmen in unseren unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebensentwürfen und auch einander stützen, wenn es notwendig ist. Gott lässt sich in der Schöpfung, in der Natur finden, im Meeresrauschen, in blühenden Blumen, im grünen Wald, in allem, was wächst und gedeiht. Schön, wenn wir das bei Gartenarbeit, auf Spaziergängen, im Urlaub, am Strand sehen und empfinden können. In dem Satz, mein Garten ist meine Kirche, in denen kann ich dennoch nicht einstimmen. Auch nicht in den eingangs genannten Spruch, ihr glaubt, der Jäger sei ein Sünder, weil selten er zur Kirche geht. Im grünen Wald ein Blick zum Himmel ist besser als ein Falschgebet. Ich brauche andere Menschen, die gemeinsam mit mir nach Gott fragen und suchen, die Gott und seine Herrlichkeit mit mir loben und für sie danken. Mir reicht es oft nicht, für mich allein Gottes Werk zu betrachten. Und es ist darüber hinaus ja auch wichtig, in der Bibel von diesem Schöpfer und Erhalter des Lebens zu hören, damit ich nicht einen irgendwie ausgedachten, selbst ausgedachten Gott verehre, sondern den, der sich in Christus und durch sein Wort uns Menschen bekannt gemacht hat. Und diese, meine Gotteserfahrung, die möchte ich dann mit Menschen auch teilen können. Manchmal, da erfahre ich Gott sogar in der Beziehung zu anderen Menschen. Ich möchte erzählen können, wo Gott mir nahe ist, mir auch von anderen erzählen lassen, in welchen Lebenssituationen sie etwas von Gott spüren. Ja, ich brauche einen geistlichen Impuls regelmäßig, den Austausch und die Gemeinschaft. Sie darf nicht fehlen, denn das ist für mich Kirche, eine lebendige Gemeinschaft und Gemeinde. Amen. Herr, lass mich in dieser Sommerzeit das Staunen über deine Schöpfermacht wieder neu lernen. Hilf aber auch, dass ich meinen Beitrag leiste zur Bewahrung deiner Schöpfung. Lass mich die Erfahrung deiner Größe teilen mit den Menschen, die genauso deine Geschöpfe sind und denen du dich in Liebe zuwendest. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, Jesus Christus. Amen.
Auf Seele Gott zu loben, 690 im Gesangbuch und auf der Leinwand. Lasst uns Fürbitte halten und während des Fürbittengebetes wollen wir den Kehrvers als ein Liedruf singen, die Herrlichkeit des Herrn, angezeigt auf der Leinwand. Du unser Gott, Licht vom Licht, Schöpfer des Himmels und der Erde, in dir leben und bewegen wir uns. Und wir sind vernetzt mit allem Lebendigen, erfüllt von deinem Atem, der schöpferischen Lebenskraft. Wir bitten dich, mach uns das immer wieder bewusst. Wir bitten um dein Erbarmen für deine bedrohte Erde, für Luft und Wasser und Boden und Wälder, für Tiere und Pflanzen, für uns Menschen und das,
was wir deiner Erde durch unser Handeln antun. Wir bitten dich für diejenigen, die Haus und Hab und Gut verloren haben in den Feuern, die jetzt rund um das Mittelmeer brennen. Besonders bitten wir für diejenigen, die nun Menschenleben zu beklagen haben. Wir bitten dich, hilf uns, dass die Macht des Bösen gebrochen werde, dass die Zerstörung der Schöpfung aufhöre. Wir bitten, dass wir selbst Schritte tun, dass wir unserer Verantwortung nachkommen, jeden Tag und in allem, was wir tun, damit deine Schöpfung bewahrt und gerettet werde und geschützt bleibe. Wir loben und wir preisen dich und singen. Du Schöpfer der Sternensysteme und der Galaxien, die so groß sind, dass unser Geist sie nicht fassen kann. Du denkst in unendlichen Räumen und bist doch keinem von uns fern. Wir bitten für diejenigen, die aus Habgier und Dummheit, aus Machtstreben und Forschungsdrang Leben gefährden und rücksichtslos in die feinen Zusammenhänge von Klima und Natur eingreifen. Bringe sie von ihren Irrwegen ab und lehre sie Weisheit und Einsicht. Wir bitten um Mut und Fantasie, dass wir nach Alternativen suchen, die tragbar und praktikabel sind. Lass uns nicht nur von Umkehr reden, sondern tatkräftig mit der Bewahrung deiner Schöpfung beginnen, dass wir, ja, sie selbst sehen und dass du uns hilfst, sie zu bewahren, was uns mit ihr geschenkt ist, dass wir zum Staunen kommen. Wir loben und preisen dich und singen. Deine Gegenwart, Gott, erfüllt unser Leben. Unser Atem kommt und geht und mit ihm durchströmt dein Geist unseren Leib und unsere Seele. Wir bitten dich für uns alle, dass wir kritisch bleiben in der Versuchung, dass wir nicht selbstgerecht werden gegenüber anderen und dass wir nicht zynisch werden in unserer Enttäuschung. Dass wir dankbar bleiben für alles Gute, das wir auf deiner Welt erleben dürfen. Und dass wir zuversichtlich bleiben in der Hoffnung auf dein herrliches Reich. Mit jedem Atemzug lass uns dich loben und preisen und singen. Thank you.
Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns das Segenslied miteinander singen. Möge die Straße uns zusammenführen. 2 Strophen. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Gott segne uns mit der Weite des Himmels. Er segne uns mit der Wärme der Sonne. Er segne uns mit der Frische des Wassers. So segne der himmlische Vater uns. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.